So, meine Damen und Herren, willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Omni 2, dem Omnibus-Simulator. Und heute befinden wir uns auf einer neuen Karte, beziehungsweise ja, einer Modded-Variante, einer bekannten Karte, nämlich der Karte Städtedreieck 21, ist jetzt rausgekommen als Städtedreieck Modded. Frisch erschienen in der Omni 2 Webdesk, könnt ihr euch dort kostenlos runterladen, wenn ihr denn wollt. Ja, und wir sind da mit einem MAN New Line City Gelenkbus unterwegs. Warum, sage ich euch gleich, könnt ihr euch sicherlich schon denken. Was gibt's hier Neues? Wir wollen mal reinschauen. Ihr habt so viele Kommentare geschrieben unter meinem letzten Video. Ja, zeig mal unbedingt Städtedreieck modded. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin ja immer nicht so der Riesenfreund von irgendwelchen Modded-Varianten. Wir fahren heute mal die Linie X99, Alter, MAN, von Donnerheim nach Laubendal. Weil modded heißt immer, naja, da ist ein bisschen was dazugekommen. Das kann gut sein, das kann aber auch schlecht sein. Da gibt es auch verschiedene Varianten, wie man damit umgehen kann. Und in diesem Fall ist es so, man kriegt eigentlich eine Kopie der Karte Städtedreieck 21. Und bekommt noch ein paar Linien zusätzlich dazu und man hat so ein paar Sachen hier umgebaut. Ja, na, herzlichen Glückwunsch. Das heißt, also alle bestehenden Linien bleiben drinne von Städtedreieck 21. Ich kann euch das Ganze auch mal zeigen. So, heißt Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter. Ja, das ist noch aus normalen Städtedreieck, sag ich mal. Und dann gibt es hier nochmal zwei neue, und zwar die Universreisen, die jetzt gesagt haben, boah, wir wollen jetzt hier neue Linien fahren. Und da gibt es so ein paar, ne, so 600er Linien, die 117, dann gibt es SB-Linien und X-Linien, keine Ahnung, was der Unterschied ist. Jedenfalls habe ich mich für heute mal für die Linie X99 entschieden. Schauen wir auch mal, ob der das schildert. Ich bin mal sehr gespannt. So, das X kriegt er nämlich schon mal nicht geschildert. Ja, das ist natürlich schon mal suboptimal. Wir schauen aber erstmal, wenn ich jetzt das hier über das Hartz-IV-Menü mache, Laubendal, genau, zum ZOB fährt er, also die Südseite. Ja, und jetzt schildert er auch das X. Ja, genau. Wir fahren mit dem MAN Line City Gelenkbus mit dem Soundmod, den ich euch vor kurzem mal vorgestellt habe, in der Void-Variante. Hat mir nämlich sehr gut gefallen. Hier jetzt nochmal als Gelenk-Variante. Und dieses Repaint, Universreisen aus Bonn, das wird hier mitgeliefert. Ist, glaube ich, auch das einzige Repaint, was mitgeliefert wird bei dieser Karte. Ansonsten ist es eher eine Kartenerweiterung, keine Buserweiterung oder so. Weiß auch nicht, was hier Univers aus Bonn verloren hat. Keine Ahnung. Ergibt alles nicht allzu viel Sinn. Aber darum geht es auch gar nicht. Wir wollen uns mehr oder weniger die Karte angucken. Kann gerne auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Dann, ja, da hatten ein paar Leute wahrscheinlich ein bisschen Langeweile und haben überlegt, naja, Städte 3, coole Karte. Eigentlich ist ja alles hier schon schön, aber da fehlt natürlich auch noch Schnellbus. Ne? Diese R-Linien sind ja auch mehr oder weniger Schnellbuslinien, die irgendwo durchfahren. So Regiolinien, und dann wollten sie also ein paar Schnellbuslinien hier auf die Beine bringen, haben sie geschrieben. Naja, und dann war noch mehr Langeweile da und dann haben sie gesagt, naja, komm, da bauen wir ja auch noch so ein paar Orte um. Und nun gibt es also neue Linien, habe ich euch eben gezeigt, ne? Also eine Nachtlinie ist dabei, eine 117, 600er Linien, ein Schienenersatzverkehr ist dabei von Laubendal ZOB bis nach Hechem. Und eben Express- und Schnellbusse. Also, genau, Express- und Schnellbusse. Genau. Und dann gibt es auch noch einen neuen Ort namens Kreuzingen Süd. Da ist ein Einkaufszentrum. Habt ihr ja eben gesehen, da fährt auch eine Linie. Die würde ich mir dann als nächstes mal mit anschauen. Wenn ihr denn Interesse habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Was mir noch nicht so gut gefällt, die Karte ist leider noch nicht in Omni Navigation verfügbar. Also unten links unsere kleine Minimap immer. Das heißt, wir müssen heute wirklich wie vor 1000 Jahren mit Hilfsfeilen fahren. Naja, hier finde ich, hat man das aber ganz gut gelöst. Anstatt jetzt hier alles irgendwie zu ändern, hat man einfach ja, die bestehenden Hilfsfeile aus der 1.20er-Version in Gelb, also gelassen, und hat mit Blau
dann eigene Hilfsmittel hinzugefügt. Das ist eine, denke ich, vernünftige Lösung. So, dann schauen wir mal. Problem ist natürlich, gerade in Donnerhain, wobei in Donnerhain mag es vielleicht noch gehen, wer die Karte ein bisschen kennt, weiß, dass man hier in der Regel eigentlich keine Pause hat mit der 69, die hier normalerweise hinfährt. Das kann ich mir aber an anderen Örtlichkeiten ein bisschen schwierig vorstellen, dass das da ganz schön voll wird, wenn da noch Linien hinzukommen. Wie gesagt, hier muss man natürlich aufpassen, gerade wenn man irgendwie KI-Verkehr anhat, weil ja, hier ist es ganz schön eng, sodass sich zwei Busse dann auch nicht treffen können. Schön natürlich auch, dass man hier daran gedacht hat, die neuen Linien auch um an diese Haltestellenschilder mit ranzuschreiben. Das ist schon mal ein Pluspunkt. So, Trollo geht hier nicht in dem Bus? Doch. Doch, geht. So, dann würde ich sagen, sagt er da oben schon Verspätung, wieso das? Übrigens hier auch ein neuer, ja, also Sitzbezüge sind neu. Hier, leider, habe ich schon öfter kritisiert, beim New Line City ist genauso wie hier vorne diese Rückenlehne. Da seht ihr sie. Ja, die kann man halt leider nicht mit dem Repaint ändern. So, und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Wer noch mehr über diesen Soundmod wissen will, habe ich auch zwei Videos schon gemacht, wo ich das vorgestellt habe. Schaut da gerne nochmal rein. Wir schauen uns jetzt erstmal die Karte an. Wie gesagt, mich würde das Einkaufszentrum interessieren, wenn sie das da schon neu gebaut haben. Können wir da auch mal hinfahren, finde ich. Aber wenn ihr noch weitere, ja, Vorschläge, Wünsche habt, was wir uns hier angucken sollen auf der Karte, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Von der Installationsgröße muss man dazu sagen, waren es entpackt ungefähr 2 GB, die ihr hier runterladen bzw. installieren müsst, runterladen nicht. Und ihr braucht hierfür das Add-on Bad Hügelsdorf und das Add-on MAN Stadtbus von mir, wobei das halt einfach auch nur für den KI-Verkehr da ist. Ja, ich erzähle immer so ein bisschen auch, wie so eine Installation abläuft. Da scheitert es ja bei vielen schon, muss man leider dazu sagen. Dann müsst ihr den Fix natürlich noch drüber installieren, wo die komplette Karte nochmal überschrieben wird. Das hat auch nochmal ein bisschen gedauert. Und ansonsten braucht er selbstverständlich die normale Karte Städte Dreieck 21. Mit allen dazugehörigen Paver-Add-ons, ne? Genau. Ganz, ganz wichtig, dass ihr da die Originalkarte fehlerfrei installiert habt. Und dann gab es noch so ein paar Freeware-Sachen, die man sich runterladen soll. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil bei mir war fast alles vorhanden, außer ein Marcel-Spline. Da hatten, also es war irgendwie der erste Satz, glaube ich, auch im Handbuch oder so. Wir sind keine professionellen Map-Entwickler. Muss man jetzt leider fieserweise sagen. Ja, sieht man auch, weil da war so ein Marcel-Spline. Marcel-Ordner ist ja aus dem Original-OMSI-Hauptverzeichnis. Und der hatte bei mir gefehlt, also der hatte, offensichtlich war es beim Entwickler dort in dem Ordner drin, aber ist halt standardmäßig nicht drin. Da musste ich mir den noch schnell von woanders rüber kopieren. Guten Tag. Ist aber nicht so schlimm, das sind so eine kleine Anfängerfehler, die passieren. Guten Tag. Ist ja hier auch alles hobbymäßig kostenlos entstanden. Deswegen wollen wir da mal nicht zu hart ins Gericht gehen, finde ich. Ja, aber ob man nun diese neuen Linien braucht oder nicht, ist halt wirklich so eine Sache. Wie gesagt, es macht euch diese Karte, die ohnehin schon recht voll ist. Es gibt sehr, sehr viele Linien hier.
Und eben auch viele Linien. Ach, guck mal, der Expressbus, der hält nicht. Laufen die trotzdem jetzt hier hin? Nee. Alles klar. Der Expressbus hält hier nicht, genau. Also die Karte ist ja sowieso schon recht voll mit Bussen, mit Linien und so weiter und so fort. Ja, blinken kannst du ohne, ja. Und wenn ihr euch dann noch neun weitere Linien hier auflädt, wo die Linien ja wirklich schon teilweise im 10-Minuten-Takt fahren, glaube ich, dass es an vielen Orten zum Beispiel Laupendal Hauptbahnhof relativ voll werden kann, wenn er dann volle Pulle KI-Verkehr anhabt. Und darunter leidet dann natürlich auch die Performance. Also ich habe ja letzte Video, was ich hochgeladen habe, war Zürich, Paywert on, da könnt ihr ja nochmal reinschauen, wo die Performance wirklich gut war, außer halt dieser OMSI-Bug, dass man natürlich nicht aus der Straßenbahn Innenansicht in die Außenansicht gehen sollte oder andersrum, das lädt dann natürlich immer ewig. Ansonsten war es ja eine super Performance und selbst da haben die Leute in den Rezensionen geschrieben, eine so schlechte Performance, nicht mal auf Ruhrgebiet wäre so eine schlechte Performance. Habe ich mir nämlich im Nachhinein mal durchgelesen, so ein paar Rezensionen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Video aufgenommen habe von Zürich, gab es halt noch keine Rezensionen. So, Hochtannbahnhof, genau, ja. Wir müssen den blauen Hilfsfan folgen, genau, fahren gerade wie die 69. Ist halt auch immer die Frage, braucht man sowas, ne, mit Schnellbussen und so weiter. Also jetzt mal außerhalb von OMSI gesehen. Ich finde, Schnellbusse machen immer, also Expressbusse, wie auch immer man es nennen will, die machen wirklich viel Spaß zu fahren. Finde ich eigentlich immer sehr schön auf Karten, aber sie sind halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Also der Trend geht dazu, diese Express-Schnellbusse abzuschaffen. Weil man ja auch gemerkt hat, hier halten wir nicht, okay. Hält, schreibt man klein übrigens. Weil man auch gemerkt hat, naja, der Bus, der Expressbus, auch wenn er jetzt an drei Haltestellen durchfährt, der steht genauso im Stau. Also der ist manchmal ja nicht viel schneller. So, Barbarossa Platz. Hier müssen wir mit Warnblinker halten. Da ihr sehen, ja, im Städtedreieck ist das so üblich. Gibt es Haltestellen hier mit diesem Dreieck drauf. Dann müsst ihr dort mit Warnblinker halten. Ja, bisher habe ich noch nicht viel Neues gesehen. Das Einzige, was ich an veränderten Plätzen gesehen habe, ist Germania Viertel S-Bahnhof. Weil das ist der. Ach so, links, ja. Ja, alle Linien, das verwirrt natürlich ein bisschen. Das Germania Viertel S-Bahnhof, weil das ist halt der Platz, wo man halt hingespawnt wird, wenn man keinen Spawnpunkt beim Karteladen von OMSI halt auswählt, ne? Dann landet man erstmal im Germania Viertel S-Bahnhof. Ist meistens die Stelle, wo der Entwickler als letztes aufgehört hat zu bauen. Zumindest im Ruhrgebiet ist man dann in den lustigsten Hinterhöfen immer gelandet. Da war ja auch nicht allzu viel mit Professionalität. So, Ansagen habt ihr gehört, haben wir ja. Die nimmt man sich natürlich einfach nur von Städtedreieck 21. Hier hätte ich mir vielleicht auch nochmal so ein paar moderne Ansagen gewünscht. Ihr erinnert euch sicherlich an Rheinhausen-Modded. Habe ich euch auch vor kurzem vorgestellt, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da gab es dann neue Ansagen dazu, wo es dann hieß, naja, wenn euch die nicht gefallen, dann macht euch ein Backup von den anderen und so weiter.
Und halt im Gegensatz, also wir haben wirklich jetzt in letzter Zeit viele Linienpacks oder Modded, Erweiterungen, wie auch immer. Finde ich wirklich sehr, sehr schön, dass solche Sachen momentan wieder rauskommen für Omsi. Und bei Reinhausen war es so, da hat man das als Chrono-Event für die normale Karte angelegt. Das heißt, ich musste mit den neuen Linien im Jahre 2024 fahren. Also jetzt mal als Beispiel, also ab 2022 war das in dem Falle. Und hier ist es halt so, hier wird das Ganze als Extrakarte. Wir halten nicht an, der läuft trotzdem zur Haltestelle. Das ist natürlich doof. Das ist, hatte ich auch letztens mal erzählt, so ein bekannter Omsi-Bug. Ja, da kann hier keiner was für. Das ist auf X10 immer ganz gut zu beobachten. Hatte ich letztens schon mal auf Rheinhausen erklärt, ne? Und hier ist es halt wirklich so, bei dieser Karte, um nochmal drauf zurückzukommen. Hier wird die Karte quasi kopiert und nochmal erweitert. Da könnt ihr euch aussuchen, Mensch, möchtet die normale Städtedreieck fahren. Oder eben hier mit diesen komischen Expresslinien dabei. Was mich halt schon wieder, also extrem stört hier, finde ich, ist, dass man diese neuen Hilfspfeile hier auf der Erde hier platziert hat, so mehr oder weniger. Dass ich einmal durch die Hilfspfeile durchfahre. Das ist nur wirklich nicht prickelnd. Das wäre natürlich schön, wenn man das nochmal ändern könnte. Aber das macht natürlich, natürlich eine Mordsarbeit, ne? Das ist klar. Andererseits bei Bad Hügelsdorf, da wisst ihr auch, wie das da läuft. Da hat man in einer Reihe oben 5 Stück nebeneinander in verschiedenen Farben, auch noch so klein geschrieben mit der Schrift, sodass man überhaupt nicht mehr weiß, wo man langfahren muss. Dann erstmal anhalten muss und in Ruhe gucken muss. Aber man muss auch dazu sagen, ich hoffe, dass das irgendwann möglichst bald in Omni Navigation eingepflegt wird. Dann brauchen die wenigsten nur noch diese Hilfspfeile. Aber so mitten auf dem Boden, dass man da durchfährt, ist natürlich nicht ganz so cool. Ja, würde mich natürlich mal interessieren, was sagt ihr dazu? Muss man das hier haben, muss man das hier nicht haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt geht der Föhn hier aber an. Warte, ich mach mal da wieder aus, ja. So, wir haben jetzt den Sperrbalken hier. Man muss aber auch dazu sagen, hier die Fahrzeiten, ne, ihr seht's. Also man kann hier ganz gemütlich tuckern. Das ist ein bisschen großzügig erhalten oder zu großzügig fast schon. So, und dann schauen wir mal, wie jetzt hier unser Sondersignal funktioniert. Ich ahne ja Böses. Aber ich will ja nicht immer so skeptisch sein. So, ja, hier hält zeitlich, okay, die 66. Da fährt er wohl gar nicht so oft hier, der Expressbus. Genau, der R56X. Habt ihr jetzt hier auch schon ein paar Mal gelesen. Der wird hier nicht mitgeliefert, ne? Der gehört original zur Städtedreieck-Karte. Ich glaube, den sind wir auch schon mal in irgendeinem Video gefahren. Also früh morgens gibt es, glaube ich, eine Fahrt. Die nennt sich R56X und die fährt ein bisschen anders von Lobendal Richtung Hechem. Beziehungsweise andersrum. Ja, damit die Schüler, keine Ahnung, morgens eine Viertelstunde länger schlafen können. So, jetzt funktioniert hier wieder nichts bei dem Sondersignal. Was soll denn das?
Laubendal ZOB. Ja, ist richtig. Da man noch Hauptbahnhof mit hinschreiben können, vielleicht. So, ich warte jetzt noch mal eine Ampelphase ab, ansonsten durchgefallen. Ich weiß nicht, ob das auf diese Buszeiten hier abgestimmt ist, aber kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man das in OMSI umsetzen kann. Ja, schönen Dank. Ja. Das Sondersignal aus der Hölle. Alter. Ja, und hier habt ihr gesehen, die erste Änderung, also meine Skepsis war eigentlich, dass dieses Sondersignal nur für geradeaus ist, dass man da nicht links abbiegen darf. Weil man müsste eigentlich so eine Art Dreieck machen, ne? Als Fahrsignal quasi. Denn dieses Linksabbiegen hier ist neu. So, und hier muss man immer zwei Spuren nehmen, wenn man hier abbiegen will. Also von einer Spur schafft das nicht. Oder ihr rasiert halt alle Autos noch neben euch weg. Ja, hier auch wieder, ne? Diese Hilfsfälle. Meiner Meinung nach ein bisschen zu tief platziert. So, jetzt seht ihr auch, ne, warum man hier zwei Spuren braucht. Oh je, Reichsbrückbahnhof fahren wir auch noch lang. Ja, gut, okay, zumindest verbindet der Expressbus so auch ein paar Bahnhöfe miteinander, ein paar wichtige Umsteigepunkte. Das ist schon mal ganz cool. So, mal schauen, vielleicht hat man hier auch ein bisschen was verändert. Das ist nämlich auch nicht besonders vorteilhaft hier. Nee, leider nicht. Ich finde das immer ein bisschen nervig, wenn man jetzt hier in diese Richtung fährt, da muss man dann erst die Rampe hoch, dann die Rampe wieder runter, dann sieht man da auch nichts, wenn man da runterkommt. Oder? Doch, erste Runde, zweite Runde. Ja, alles klar. Das ist also gleich geblieben hier. Ja, so sieht er aus. Ich sag ja, also das ist wirklich bescheuert gemacht. An Städte 3, ich finde, Städte 3 hat eigentlich sehr wenig Orte, die nicht so gut sind. Das wäre einer hier, den hätte man natürlich Einmal verändern Schüler, können. bitte. Hat man leider nicht gemacht. Einmal normal. Na klar, einmal nochmal. Ja, Ticketpack ist auch identisch, ne? Zur 21er-Version, da hat sich da nichts weiter getan. So, das meine ich, ne? Das ist echt. So, wenn er jetzt mal hier wieder in die Außenperspektive guckt. Alter, ja. Guckt euch das an. Also, das ist ja wirklich. Also, hier wie 300er Ostbahnhof, ja, oder was? Todesrampe hier. Soll das unser Thumbnail werden? Oi. Das schafft man gerade so, ne? Aber man schafft es. So, zweite Runde. Ja, wir sind durch den Hilfsfall durchgefahren, aber Gott sei Dank ist ja dann noch einer auf dem Boden gelandet. So, dass man wieder weiß, wo man langfahren muss. Sehr schön.
Hören auch nochmal in den Sound gerne rein. Soundmod ist ja. Ja, die blaue Wand. Soundmod ist wirklich sehr, sehr schön. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Kann man in der OMSI 2 Webdisk auch runterladen, kostenlos. Für den New Line City. ZF und Void-Variante. Ah ja, jetzt fahren wir im Zuge der R56. Genau, ja. Und dann fährt er also nicht den Hauptbahnhof an sich an, ne? Also dieser Busbahnhof, sondern fährt direkt hinten zum ZOB. Das macht auch Sinn, weil, wie gesagt, also dann ist da ist ja ohnehin schon wenig Platz. Das macht natürlich Sinn. Das hat man ja mit diesen Regiobussen meiner Meinung nach auch gemacht. Die fahren direkt zum ZOB hinter, weil einfach sonst da kein Platz mehr ist, ne? Genau, dann dürfte der nämlich gleich links fahren. Oder nee, er fährt nicht links. Hallo. Nächster ist hallo. Links geht's ja wahrscheinlich wieder nach Vektor Pausenden. Naja, mal sehen, ob man am Lopendaler ZOB ein bisschen was geändert hat. Ansonsten ist das erstmal nur eine reine Linienvorstellung gewesen. Also die neuen Orte, die man hier umgestaltet hat, die müssen wir uns dann in der nächsten Folge angucken. Soll ja heute wirklich erstmal ein kleines Einführungsvideo sein, worauf ich dann in den nächsten 5 Folgen verweisen kann. Wo ich erstmal ein bisschen erkläre, naja, wo kriegt man das, wie sieht die Installation aus, was bekommt der hier und so weiter und so fort. Das ist ja auch erstmal wichtig, so erstmal die Basics, ne? Wie man Neudeutsch sagt. Na, jetzt hat natürlich die Hauptbahnhofkachel geladen. Jetzt merkt man natürlich sofort, die Performance wird etwas schlechter. So, dann halten wir am Bussteig 1 an. Bussteig 1 ist eigentlich der, wo der R56 auch fährt. Ich weiß nicht, ob man das hier alles beachtet hat, ne? Ob da zeitgleich nicht noch ein anderer Bus anhält und so weiter. Ich sehe es aber auch schon, man hat jetzt hier auch keine großartige Pause. Kannst du eigentlich hier nicht machen, weil da stehst du dem R56 im Weg. Du kannst aber auch in Donnerhain nicht stehen, weil also da erst recht nicht. So groß ist der Winterplatz da auch nicht. Weil sonst. Ui! Sonst stehst du dem 69er im Weg. Hier ist was passiert. Hier war so eine ganz bescheuerte. Nein, Mittelinsel nicht, sondern so ein Kreis. Und da musstest du hier immer diese Runde rumfahren, wenn du hier links abbiegen wolltest. Und hast eigentlich fast immer da. Bist eigentlich immer drauf gefahren, ey. Krass. Hier hat man was verändert. Das ist sehr geil. So, okay. Ja, das hat man hier auch verändert. Wir schauen uns das Ganze mal an. Das sieht sehr, sehr neu aus.
Bussteig 1, gut, dann steht er vielleicht doch nicht dem R56 im Weg. Steig 1, ja. Ach, so hat man das gemacht. Okay, hier ist der 2. Da ist der 1. Aber Pausenplatz R56 ist geblieben. Ja, logisch. Brauchte man nämlich auch die Namen in den Würfeln und in den Haltestellen nicht ändern. So. Ist das nur so ein Provisorium hier, oder was? Genau, pünktlich waren wir. Gut, das war nicht schwer. Umbau des Alten, schreibt man klein. Zops. Auftraggeber. Univers Reisen GmbH, Ruges GmbH. Ist natürlich kompletter Bullshit. Wenn Auftraggeber, also wenn ein öffentliches Straßenland hier gebaut wird, ist der Auftraggeber immer die Stadt oder der Landkreis oder was auch immer. Also das Tiefbauamt. So, Planung ein Jahr, okay. Bauausführung, Zeitraum unbekannt. Unbekannt schreibt man auch klein. Für die Maßnahme bitten wir um ihr, schreibt man groß. Verständnis, gut. Für die Maßnahme bitten wir um ihr Verständnis, okay. Ihr Verständnis, ja. Sehr schön. Guck mal, hat man die Schilder hingeschmissen. Ja, okay. Also deutsche Sprache müssen wir ja nochmal ein bisschen üben. So, und wir haben jetzt gnädige 6 Minuten Pause und würden dann wieder nach Donner einfahren. Der nächste dann um 17:20, also alle halbe Stunde fährt er hier, genau. Ja, guck mal, und hier habt ihr dann zeitgleich fährt dann auch der R56, so, ne? Stehen die sich hier beide im Weg. Ist nicht so ganz logisch, finde ich, aber naja. Okay, das soll es erstmal gewesen sein mit der ersten Folge. Bin durchaus noch gespannt, ob wir noch ein bisschen mehr entdecken, was uns so gefallen könnte. Ne? Also eine zweite Folge würde ich gerne noch machen. Wenn ihr einverstanden seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bin auf eure Meinung gespannt und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, gehabt euch wohl, haut rein, macht's gut. Ciao, ciao.